Hey, ja, herzlich willkommen zurück zu XCOM 2, War of the Chosen. Beim letzten Mal haben wir zwei Missionen abgeschlossen. Als erstes, wir hatten für den Resistance Ring eine Mission gehabt, wo wir von Advent Forces angegriffen worden sind. Und da haben wir zwar ein bisschen Schaden genommen, aber insgesamt das Ding dann doch ganz gut gelöst. Und dann mussten wir für den Council, den Ex-Council von mir aus, eine VIP retten. Und ich denke, das war auch sehr cool, wie wir das gemacht haben, denn wir haben so ein bisschen Stealth angebracht und haben versucht, den Codex auszuweichen, was auch im Großen und Ganzen funktioniert hatte, bis dann auf einmal einer von denen meinte, einfach das Haus da hochzuklettern. Aber im Endeffekt konnten wir da noch relativ gut flüchten. So, bevor wir weitermachen, wir haben ein paar Soldaten, die wir ganz gerne noch befördern möchten. Und ich würde sagen, wir machen auch jetzt einfach mal hier die da unten noch mit. Denn die sind ja auch schon fix, was deren Klassen sein sollen. Ich denke, das hatten wir alles schon fest bestimmt gehabt. Und wenn nicht, dann habt ihr so ein bisschen geschissen, ne? Ja, 76 AIM geht wirklich in Ordnung. Und zwar, Remote Start Blood Trail Dead Eye. Take a shot with a small aim penalty for a significant damage boost. Das ist natürlich nicht falsch, muss man ganz ehrlich sagen. If the target has been wounded this turn. Und ich mich fast wieder frage, was die anderen beiden haben. Ich denke, hier Dead Eye zu nehmen, ist vielleicht gar nicht mal... Warum hast du jetzt auf einmal weniger Aim? What? Hm. Die Logik ist mir jetzt nicht gegeben, dass als er mehr oder weniger seine Beförderung bekommen hat, dass er dann auf einmal schwächer geworden ist. So, Ernie Calrissian. Mit dem sehr, sehr coolen Suit. Der sieht natürlich lustig aus. Als Templar hier eine Beförderung bekommen hat. Wir haben Perry, wir haben Aftershock, wir haben Amplify sowie Fortress. The Templar is immune to fire, poison, acid und explosive damage. Ist mir ein bisschen zu passiv, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, yeah, with no ill effects. So, wir haben. Ich habe einen von denen auf die Parry-Sache ausgelegt, aber da werde ich jetzt ganz kurz nochmal gucken, wie das genau aussah. Auch hier natürlich keine... Warum die keine Waffe in der Hand halten, weiß ich auch nicht so wirklich. Vielleicht ist es so ein bisschen das Problem, dass die normalerweise ja andere Modelle haben würden und dementsprechend das nicht angezeigt wird. Genau, wir haben einen, der auf Parry ist, oder Psyblade. Vielleicht machen wir den nächsten auf Dynamo. Einfach so ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Und zwar, Dynamo hätte Aftershock. Target struck by Volt will be easier to hit, increasing your squad's aim by 15 against the target. Weiß nicht, wie clever das tatsächlich ist. Denn Volt kann nur eingesetzt werden, wenn man Fokuspunkte sammelt. Fokuspunkte sammelt man, indem man Gegner besiegt. Und dementsprechend in den meisten Fällen... Ich meine, vielleicht gibt es Situationen, wo man einfach damit rechnet oder leben muss, dass Volt den Gegner nicht besiegen kann. Aber, hey. So, du warst schon mal definitiv dabei. Eine Mission, zwei Kills. Du hast minus 1 in irgendwas. Darf ich mal ganz kurz gucken, was? Jetzt hast du Plus auf einmal bekommen in Hagging. Okay, also man sieht, die Stats haben sich geupdatet, aber das Stat sogar nach unten wandern können, ist interessant. Auf jeden Fall, wir gehen auch hier wieder mit Shredder. Jedes Argument, was angebracht wird, ist vielleicht nicht falsch, aber etwas, was bei mir nicht ankommen wird. So, wir haben einen weiteren Sniper. Und auch dieser Sniper wird Longwatch gehen. Könnte irgendwann vermutlich überlegen, vielleicht einen von denen die Möglichkeit zu geben, mit Pistolen zu arbeiten. Aber, ne. So, JD. Würde ich schon fast sagen, wir hatten dich ja schon mal für Missionen dabei, aber das war jemand anderes. So, Reflex, when fired upon, gain one extra action on the next turn. Total combat, throw a grenade or using an item no longer ends the turn, or the saturation fire. Fire a cone-shaped barrage of bullets at every enemy in the area. Das hat meine eine. Und dementsprechend werden wir das mal nicht gehen und versuchen mal Reflex. Vielleicht ist das gar nicht mal falsch. So, und von den Squaddies hier unten, da haben wir die beiden. Das war's, okay. Haben wir Weißbrot. Du hast auch schon Reflex genommen. Okay, dann soll man das insgesamt recht sein. Wrath, use the grapple to pull yourself to an enemy and deliver a ripjack strike. Okay. Ich hatte das Gefühl, das hatte jemand schon mal. Hm.
Zero in, subsequent shots on the same turn provide plus 10 critical chance. If against the same target, they also provide plus 10 hit chance. So V return fire, when targeted by enemy fire, automatically fire back with your bull pulp once per turn. Das ist vielleicht auch gar nicht mal uninteressant. Gerade wenn man sagt, wenn man angegriffen wird, hat man die Möglichkeit, eine extra Action zu bekommen. Das heißt, es geht vielleicht in Ordnung, wenn man dann zurückballert, wenn man dann vielleicht diesen extra Zug nutzen kann, um nachzuladen. Das ist vielleicht gar nicht mal dumm. So, gucken wir mal nochmal weiter. Ihr da unten seid mir Wurst. Ich meine damit nur die letzten beiden, logischerweise. Wir haben Rally Over, der nochmal ein Level up genießen darf. Und hier geht es ganz simpel weiter, denn die Fähigkeiten dürfen wir nicht nutzen. Also da bin ich mir noch nicht sicher, wie man das machen soll, denn wir haben nicht ansatzweise die Soldier Points, um das einsetzen zu können. A Rupture Shot, die jetzt critical damage and ensures that the target takes an additional plus 3 damage. Oh, nicht falsch. The Gremlin can trigger an instant scan of the area. Ja, das wird für unseren Hacker weiter in die richtige Richtung sein. So, wir haben das Genzo, das verletzt worden ist in dieser einen Ambush-Mission. Hier nehmen wir Run and Gun. Und dann haben wir zu guter Letzt noch Phoenix, der einfach nur müde ist. So, und jetzt haben wir hier Captain. Overwatch Shots can now be triggered by any actions. Nope. 8 Protocol now grants a target a covering fire Overwatch Shot, but the 8 Protocol cooldown is increased by 1. Das ist beides nicht unbedingt angenehm. Das Problem ist einfach, was wir aktuell an Waffenauswahl immer mit Phoenix haben. Und zwar, wir geben ihm ganz gerne diese Warlock-Waffe. Und die hat einfach weniger Schuss. Also vielleicht muss man ja einfach von der Zukunft einfach hingehen und ihm diese Waffe nicht mehr geben. Weil sonst rennt er vielleicht zu schnell in das Problem, einfach keine Munition mehr zu haben. Okay, dann haben wir das hier abgeschlossen. Lustigerweise, wir haben auch... Ah, jetzt haben wir Event Queue wieder. Was dann, als ich das Spiel nämlich gestartet hatte, wurde es nämlich überhaupt nicht eine Zeit. So, Proving Grounds für Skull Mining, noch 2 Tage. Project von XCOM für die Black Side war ja auch noch 2 Tage. Und unsere Covert Action noch 1 Tag. Was geht aktuell? So, Avenger, oh, ich denke, das müssen wir sogar machen. Ich will trotzdem mal ganz kurz gucken, haben wir irgendwas offen? Wir hätten den zu... My knowledge of your movement grows, and with each passing day, I come closer to ending your ceaseless flight from battle. Ja, davon müssen wir wirklich gucken, schneller zu sein. Our actions have succeeded. And the elders grow fearful. Das wäre doch mal ganz schick. So, Solar Phalanx. Phalanx. Irgendwie sowas. Influence with the Solar Phalanx increased. Gain additional resistant orders and covert action. Sehr schön. So, revealed a hidden stronghold inside the area known as Europe. We are honored to have worked alongside your forces and hope that you will continue in our hand of the Warlock. But we must tread carefully, it will only fight harder, knowing we draw near. So, XP bekommen, aber interessanterweise, er hat kein Level erreicht oder keine Promotion, anders als A3S. Aber er hat immerhin die Dodge bekommen. We've just received some new intel on the Chosen, Commander. Yep, na gut. We are bound by a common enemy, and together we grow strong. So, New Faction Order granted Impact Modeling. Und dann haben wir hier ebenfalls neue Covert Actions, Part 2. Improve Combat Intelligence, Breakthrough Research, Reduce Avatar Project Progress. All skirmishers, all those freed from the Elder's Bonds. Are eager to hear your orders, Commander. Mm, genau. So, the speed of all armor research is increased by 15%. So, dann gucken wir doch mal. Our influence with the resistance factions has motivated them to share some new information on the Chosen. Recruit Engineer. Reduce Avatar Project. Ich denke, das müssen wir sogar tatsächlich auch wieder in Überlegung ziehen. Wir sind zwar nicht so in Problemen oder extremste Probleme, aber ich denke, das ist trotzdem eine Überlegung wert. Vor allem Soldier Captured ist low. Darf ich das Risiko eingehen und mir die Supplies da sparen?
Bei Low würde ich es ganz gerne sogar versuchen. So, wir brauchen einen Sergeant. Da würde ich doch sagen... Persönlich bin ich immer sehr von angetan, wenn man Ranger da hinschickt. Aber vielleicht machen wir mal so ein bisschen Abwechslung. Und schicken mal... Vielleicht tatsächlich einfach einen unserer Grenadiere rein. Beziehungsweise lassen wir mal das andersrum machen. Schicken wir unseren Grenadier Gurkenhans rein. Und nehmen unseren Skirmisher als den Hauptkollegen mit. Sonst irgendwas anderes, was wir hätten machen sollen. Ihr könnt mal ein PCS bekommen, aber ist mir einfach zu aufwendig. Facility Lead, das könnte ja auch nicht schlecht sein. Gain Ability Points, Gain Intel 37. So, meine Frage ist, hier können wir immer noch nicht. Hier könnten wir ihn doch weitermachen. Also man könnte natürlich einfach versuchen, immer schon mal ein paar mehr Informationen zu bekommen. Reveal the Stronghold. Das ist ja der zweite, wohingegen der dritte Part ist. Ich würde aber ganz gerne auch das hier ausnutzen. Vielleicht können wir uns das als erstes aber schnell nochmal erlauben. Und... Wo bist du hier? Und dann danach machen wir das. So, ich habe euch... Und jetzt müssen wir einfach nur hoffen, dass sie sich dabei nicht zu dumm anstellen und gefangen genommen werden. Weil das könnte Sachen erschweren. Skull Mining. So, dann können wir als nächstes sagen, für ein Illyrium Core, wo wir 8 von denen haben, können wir Experimental Ammo sofort bekommen. So, capped with a highly combustible mini charge, Dragon Rounds do bonus damage to all targets and can even set some targets alight. One Dragon Rounds has been added. That's it. Oh, man muss also wirklich immer und immer wieder... Okay, wir haben zwar so ein paar Cores, aber bei den Dingern würde ich ganz gerne natürlich immer so ein bisschen aufpassen. Wir machen also vielleicht noch einen und dann vielleicht jedes Mal, wenn wir wieder einen neuen dazu bekommen, erlaube ich mir vielleicht wieder einen neuen zu bauen. Neutrons fracture into wicked microshards of alien alloys on impact, granting plus 20% critical chance and plus 1 bonus damage on critical hits. Ja, also hier müssen wir dann auch gucken. Das würde ich ganz gerne wissen, was man dafür machen muss. Um diesen zweiten Slot freizuschalten. Engineering. Proving. I've been digging through some of the old data files Central has been holding on to since before the war. I keep running across notes scrawled in English and what looks like broken German. I should probably ask him about it. So, hast du hier irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Also entweder schaltet man das irgendwo anderswertig frei. Wir haben hier die Tactics School einerseits hier. Das ist ein bisschen schade, dass man zum Beispiel die Gebäude sich jetzt hier nicht so einfach angucken kann. Okay, also wir können das noch nicht aktuell machen. Denn das Problem ist logischerweise, wenn man diese extra Ammo Rounds haben möchte, dafür muss man einen Slot opfern. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, bin ich nicht unbedingt bereit für. I truly hope those gruesome images are the worst of what we find today. They're slaughtering us, Doctor. What could be worse? We're about to find out. I've patched the Shadow Chamber directly into the ship's computer. It's been sifting through the material we recovered non-stop since our return, cataloging sequences. Genetic sequences, in near infinite combinations, yet all bearing similar genetic markers, human markers. Must be thousands of them. Tens of thousands, and the procedure is still nowhere near complete. Which is why we need the ship's computer to find out where they came from. By cross-referencing them with the data we've managed to hack from the Advent network. It's an admission file from one of the gene therapy clinics. Avatar. Just what exactly is in that vial? In my worst nightmares, I would never have imagined. Doctor. I believe we have found the missing civilians. That's...
That's impossible. The gene clinics. Millions of people just looking for help. Medically screened and selected. Suitable candidates taken to that contemptible facility to be processed, refined into the material we now possess. But why do this? I could not begin to fathom a guess at this point. There exists no research that would ever warrant this. It's genocide, Doctor. And these people are walking right into it. We may not know what they're doing with this stuff, but I think I can find out where it's going. Got it. It's a high-security production facility. Standard defensive complement. Then I strongly suggest we pay them a visit, Commander. Agreed. The information we gain could prove invaluable towards stopping the aliens' true agenda. New objective added. Oh boy. Eine Black Seite. Erneut. After making contact with the local citizens in the region, investigate the facility at the map coordinators recovered from the Black Site vial. Okay. Tell me I'm more. I'm keeping tabs on all our operations, Commander. Our people are standing by for your orders. So, Chrysophoia is the code name. My initial curiosity and excitement regarding our early discoveries involving the recovered alien data have been all but extinguished by the disturbing results of my latest tests. Having analyzed the composition of the green-hued substance retrieved from the Advent Black Site, I can only draw one conclusion: that the facility was designed solely for the refinement and production of concentrated genetic material. Human genetic material. With the entirety of our ship's system dedicated to my analysis, I found that a single vial we recovered contains the unique human genomes of over 1 million subjects. 1 million people convinced to join the Advent Cities out of desperation, then subjected to appalling experiments that eventually cost them their lives. To what end, I can only imagine. Bitterbös, yeah. So, meine Frage ist, machen die jetzt hier noch? Wir könnten den Codex-Brain gleich hinterher werfen. Oder alternativ, können wir nochmal hier gucken, ob es irgendwas gibt, was wir dringend machen sollten. Okay, wir hätten mehr Sachen, die inspired wären. Und ich bin mal inspired dazu. Interessant. Also man kann auch hier weiter Sachen investieren. Die anderen Sachen sind noch nicht instant. Ich werde das ganz kurz machen, aber weil gerade die hier doch relativ gut sind. So, bevor wir... Commander, we have the coordinates of the Alien Forge facility. I've marked its position on the map. We'll need to contact the local resistance before we can attempt to move in, though. Ja, da müssen wir erstmal hinkommen, aber für uns ist das Gute, dass wir uns jetzt hier nach Indien begeben haben, denn dann können wir nämlich da gleich weiterarbeiten. Mutant Sectoid, Enemy Unknown, Advanced Trooper, Viper und The Spectre. Oh boy. So, und wir machen jetzt erstmal hier weiter. Our inspiration did prove beneficial. Pistol Sidearm Wristblade. Was? Wer nutzt denn ein Wristblade und Medium Armor? Also hier wäre ich auf die Sicherheit. Vor allem Sidearm und Pistol ist mehr oder weniger das gleiche. So, the Athena. This basic armor, okay. Superior mag deflector decreases damage taken from magnetic weapons by 30%. Increases armor by 1 and decreases explosive damage taken by 70. Und dann auch noch increase battle scanner capacity by 2. Das ist natürlich nicht schlecht. Auch wenn ich nicht weiß, ob das wirklich so passend für die anderen beiden Sachen sind. So, wie sieht's denn sonst aus? Wir haben Instant für den Advent Stun Lancer bekommen. Und weiter. Okay, bleib ganz kurz dabei. That is an important task, Commander. Ich will weitere extra Equipment-Sachen haben. When inspired, our team is actually quite efficient. Shotgun, Gremlin, Sidearm, Sniper Rifle. Wir hatten eine Sniper Rifle, die können wir weiterhin gut hin und her schieben, aber noch keine Shotgun. So, The Witch. Provides the Suppression Ability mit Heatsink. Suppression mit einer Shotgun ist ulkig. Clip Size is increased by 2. Wow. Und increases Aim and Crit Chance against Overwatching Enemies. Das ist natürlich interessant. Das ist eine richtig gute Sache. Denn wir haben bisher, ich glaube, mit jedem unserer Ranger die Fähigkeit gewählt, dass die Leute nicht Overwatch triggern. Wenn die einfach an denen vorbeilaufen und dann schaffen, an die ranzukommen, dann ist das bitterbös. I am ready to begin on your order, Commander. Okay, dann haben wir erstmal die wichtigsten Sachen wieder geöffnet und gehen über zu das hier.
The Advent Stonelancer was apparently outfitted with the intention of serving as a civilian peacekeeping unit within the city centers. Although they are equipped with weapons capable of administering non-lethal blows, recent reports indicate an increasingly aggressive stance taken by these units. Although Advent clearly intended for these units to be their means of dealing with any unruly civilians within the city centers, it seems they have come to rely on more brutal means of pacification in the time since. The Chaplain. On both physical and genetic level, the Advent Stunlancers are nearly identical to the troopers our force regularly see in combat. However, a minor yet crucial adjustment to the muscle fiber density of the Lancer improves both agility and overall survivability. Equipped with non-lethal weapons capable of easily disabling human targets, these lancers were first deployed during the earliest day following Advent's establishment of the city centers, when civil unrest was a more common problem than outright resistance. In studying their usage and deployment, this raised an interesting question. If the lancers were among the first Advent forces deployed, and their survivability is somewhat higher than that of the standard trooper, did the aliens consequently reduce a trooper's strength based on their assessment of human combat readiness? This would imply a system of rapid genetic modification beyond what I had previously imagined the aliens were capable of. It would also demonstrate a degree of genetic fragility that I would have previously assumed was irrelevant to the aliens based on the variety of unusual experiments they have conducted. The Ionic Ripjack. A raw electrical current jumps between the blades of this modified skirmisher claw. Although the mechanism seems reasonably well crafted, inconsistency in the skirmisher manufacturing process leaves question as to whether this was an intentionally designed upgrade or an accidental discovery. The Arc Blade. When pure kinetic energy is no longer sufficient in the field, the Arc Blade may prove necessary. It boosts the standard sword's combat effectiveness with the addition of an electric field capable of stunning enemies that are not killed outright. Interessant. Da wollen wir natürlich auch gleich gucken. Na gut, machen wir jetzt erstmal das hier weiter. Was brauchen wir? Wir haben wieder mal Waffen. Wir sollten aber auch überlegen, vielleicht auf Armor weiterzugehen. Ich denke, das wäre mittlerweile gar nicht mal dumm. Denn wir haben mit der einen Sache angefangen gehabt. Und wir haben das eine mittlerweile gemacht. Bessere Waffen. Und jetzt auf bessere Rüstung zu gehen. Ja, ich denke, das ist die richtige Sache. Gauss ist vermutlich auch irgendwann eine Überlegung wert. Aber wir müssen so nach und nach das so ein bisschen versuchen auszubalancieren. Ich denke, das ist richtig. Die Koordinaten, die wir discovered und encoded on the genetic sample recovered from the Advent Black Site, imply we may have only scratched the surface of the aliens' infrastructure as it relates to this Avatar project. We were fortunate to recover the genetic sample when we did. Otherwise, our path may have very well ended here. New orders, Commander? Yep, aber erstmal muss der eine jetzt zu Ende sabbeln. Arcblade, 60 Supplies und 10 Alloys. Es ist ein bisschen teuer, aber machbar. Gleichzeitig der Ripjack. Ich denke, ich bin mal so frei und werde einfach beides kaufen. Denn wir haben aktuell das Geld dafür. Jedenfalls haben wir auch nochmal hier oben Supplies herumliegen, die wir auch noch mitnehmen könnten. Oh, geht das wieder nach oben, das Avatar Project? Yep. Aber das Gute ist, wir haben ja eine Covid. Ah, das sind wir. Wollte schon sagen. Wir müssten ja eigentlich auch demnächst bald wieder dabei sein. Das war also ganz wichtig für uns. Commander, one of our people was taken captive during the most recent operation. We're doing everything we can to locate them to ensure their safe return. Es wurde gesagt, dass es low ist. Natürlich schaffen wir es, diese low-Sache zu triggern. The theory at our success will spread resolve throughout the resistance. Wenn wir nicht darüber reden, dass einer unserer Leute davon gefangen genommen worden ist, ey. So, jetzt müssen wir mal gucken. Resistance orders. Oh, wieder mehr contacts. Oh, yes. Facility lead. Das ist einfach nur neueste Sache dort. Gaza, Tactic. An innovative new cartridge design came about as a result of a new recent breakthrough. All assault rifles deal plus one damage. Das ist natürlich auch nicht falsch. Wie lange dauert das? 5 Tage gegen New Facility Lead sind 6 Tage.
gegen Resistance Orders aus 6 Teilen. Also hier müssen wir vermutlich das weitermachen. Okay, ich würde ganz gerne hier in dem Fall einen unserer Sharpshooter das geben. Und was gab es da jetzt noch? Soldier Wounded nur. Und man könnte das vermeiden, aber da werden wir auch hier das Risiko eingehen. Und hat... Ne, er hat aktuell überhaupt keinen Partner an der Seite. Okay. Auch da muss ich, denke ich, clever vorgehen. Was heißt... Shift, die war erst vor kurzem in der Mission dabei. Denke ich. Also das ist in Ordnung. Covert is our specialty. Let's just hope your people can keep up. Given your reputation, I had not expected to be retaining prisoners from our encounter. Still, the elders will be pleased to have this one's knowledge. So, im Endeffekt ist das Spiel jetzt vorbei, denn meine Einer wurde gefangen genommen. During execution of this mission, our operative force commander was captured by Ref Rai Valinor. We may be able to determine where they are being held. The aliens have always been monsters. From the very beginning, it was one failed science experiment after another. Even with the Advent forces, they tried to disguise it, but they're no different underneath all that armor. And now it comes to this. An entire facility dedicated to wiping us out. And not just that, but turning us into what? Some kind of concentrate they're using for God knows. We should have known the Elders would return. We should have known they never left. Whether or through a future covert action. Mal spannend, wie lange das dauert. So, Avenger Power plus 3. In an area normally devoid of consistent power generation, a small clinic is operating on several alien power cells reappropriated from Advent. After our team spent some time helping to shore up the clinic's defenses, the local doctor insisted we take some of the spare cells for our own use. Hooray! Yep, und dann gehen wir als nächstes dahin über. So, wir könnten hier ein paar extra Sachen nochmal bekommen, aber nope, erstmal das hier. Avenger plotting new course. Wir haben ein bisschen wieder Sachen ausgegeben. Das ist also dementsprechend richtig. Finally, we arrive upon the asylum of those depraved enough to defy the elders. Das sind wo? Your friends would be wise to beg forgiveness with their final breaths. Monthly income in this region has decreased by 24. Mhm. Meine sind wir nicht. A Chosen has clamped down resistance activities in this area, losing the area's supply income. These Chosen are constantly hunting us to try and recapture you, Commander, and are spreading terror throughout the Resistance as they go. We'll need to pay close attention to each one as they gain more information about our plans. Tja, aber sie haben mich bereits gefangen genommen. So, Guerilla Ops. Oh, wir haben diesmal sogar drei. Oh boy, 22, ey. Das ist eine Menge. Advent Mech, Stunlancer, Purifier, Codex, Viper, Spectre, Advanced Trooper, Lost Brood, say what? Hacked Workstation für den Engineer. Reduce the AI Facility Counter by 2 weeks. Oh boy. Dann 21. Mech, Advanced Super Spectre, Viper, Sectoid, Advent General, Lost Brood ebenfalls. Einfach nur für Supplies. Neutralize the Field Commander. Unbekanntes Event für uns. Und dann haben wir noch East Africa, Muton, Sectoid, Advanced Officer, Advanced Mech, Advanced Spirifier, Spectre, Viper, Lost Brood. Okay, also die kommen irgendwie überall vor. Destroy the Alien Relay, auch difficult. Intel. Also wir haben Engineer, Intel oder einfach nur Supplies. Dann würde ich eigentlich am liebsten den Engineer mir holen. Aber das ist natürlich übel. Codex und Spectre. Und was auch immer der Lost Brood ist, der sieht auf jeden Fall auch nach einem weiteren Bossgegner. Das nenne ich bitterböse. Ansonsten muss man gucken, the Lost Unknown to be present in the surrounding area. Oh boy. Oh boy. Setting course for West Africa. Bitte sagt oder fragt mich nicht, wie wir das machen wollen. Commander, you should be aware. We're detecting lost activity in this area.
Our forces will need to be especially vigilant. Oder mit anderen Worten, wir dürfen nicht mit Granaten um uns werfen, alle 5 Sekunden. So, das ist eine Mission, die wir auch hier nicht unterschätzen dürfen. Unequip Barracks. Das heißt, wir wollen eigentlich wieder die Besten der Besten mit dabei haben. Wir haben 2 Captains aktuell. Beide sind, glaube ich, super anfällig, übernommen zu werden. Aber ich glaube, da waren jetzt gerade keine dabei, die übernehmen könnten, oder? Vor allem das Schöne ist ja natürlich auch wieder, dass ich eigentlich keine Grenadiere mitnehmen dürfte. Aber wenn man gerade sowas wie die Advent Max hat, da wäre es natürlich trotzdem eigentlich ganz clever, Leute zu haben, die mit Schredder deren Rüstung zerlegen könnten. Man weiß ja auch nicht, was der Advanced Purifier sein soll. I do not know. Oh, Spectre und Codex. Puh. So, wir wollen gucken. Wir haben einen Heiler. Du warst auch beim letzten Mal dabei. Also wir haben jetzt hier schon so ein bisschen das Problem, dass wir zu viele Leute immer und immer wieder vorkommen haben. Also was, du kommst auch mit? Ja, geht wohl nicht anders. Dann würde ich sagen, wir nehmen einen Grenadier tatsächlich mit. Dem werden wir dann vermutlich die Granaten komplett wegnehmen. Oh boy. Wir werden... Er sagt, einen Reaper oder einen Skirmisher mitnehmen, aber vielleicht müssen wir sogar beides überlegen. Einfach nur in der Hoffnung, dass wenn einer der Chosen auftaucht, dass sie gerade eben nicht machen können, was sie wollen. So, 2 Specialists. Sniper. Ja, das ist das Ding, es ist ja nicht so ein Sniper. Vielleicht geht es trotzdem in Ordnung in den Slums? Ich kann gar nicht sagen, was im Torrent das genau sein soll. Hier nehmen wir die Granaten weg. Wir nehmen euch allen die Granaten weg. Weißwood war definitiv beim letzten Mal dabei. Will ich einen Char? Nee, jetzt will ich keinen Sharpshooter mehr dabei haben. Vielleicht nehmen wir auch noch einen Templar mit? Um auch da nochmal so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Meine Frage ist, Templar oder lieber ein Ranger? Ich denke, ich müsste eigentlich fast einen Ranger nehmen, gerade mit diesen neuen Waffen, die wir bekommen haben. Ich denke, das ist sogar die richtige Entscheidung. Okay, die Arcblade ist angelegt. Wir geben dir die Witch. Und da müssen wir jetzt sogar gucken. Moment, was ist denn die Waffe nochmal? Achso, Moment, da kann man auch von hier sehen. Genau, das ist einfach die da. Das geht in Ordnung. Vor allem, dass sie auch 2 Schuss mehr hat. Damit Katze 6 Schuss. Das ist richtig, richtig gut. Denn unsere Überlegung muss sein, dass du... Ich glaube, es ist auch nicht eine Rüstung, die wir bekommen haben. Genau, Battle Scanner Capacity. Dass wir jetzt einfach hier das so haben. Wir haben keine Vector Rifle, genau. Claim ist das Einzige, was du haben kannst. Du hast die neue Sache hier. Wir haben damit jemanden, der schreddern kann. Was nimmst denn du dann als Munition mit? Die Möglichkeit, jemanden in Brand zu setzen. Great internal damage increases damage done on critical hits. Das ist eine Überlegung wert. Meine Frage ist nur, ist es passiv oder ist es aktiv? Das steht so nicht dabei, ey. Plated Armor. Ich denke, das werden wir dann vielleicht ihm wiedergeben, wenn er eh schon jemand ist, der sehr stark im Angriff aktiv sein muss. So, wir haben jetzt beschlossen, dass keiner mehr die Warlock bekommt. Denn ich denke, dass die... Das sollten wir mal gucken. 5 bis 7 gegen... Achso, noch das gleiche. Werden die automatisch geupgradet auf die nächste Waffen? Art ebenfalls? Oder war das von Anfang an schon eine, meine Genetic Rifle? Das ist eine gute Frage.
So, gucken wir trotzdem mal ganz kurz nebenbei. Schilde. Das werde ich dann vermutlich jetzt hier ihm geben. Mehr Mobility, mehr Hitpoints ist für den vielleicht gar nicht mal doof, genau. So, und jetzt meine Frage. Du kriegst den Skulljack. Du bist hier der Arme, der damit rumrennen muss. So, ihr seid alle fertig. Du kriegst die bessere Waffe. The Locust, genau. So, dann haben wir noch zwei weitere. Degrees of Damage Taken. Mehr Hitpoints. Du brauchst ganz dringend mehr Hitpoints. Holy shit. Am liebsten würde ich ihm fast den Granatwerfer wegnehmen, wenn er damit eh nichts machen kann. Beziehungsweise... Build Items. Ich will mal gucken, ob er nicht sogar vielleicht andere Sachen haben sollte. Provides a defense boost to any unit within the radius of the smoke. The flashbang disrupts and disorientates enemies in a very large radius, inflicting significant offense. Also was, wir nehmen einfach mal von jedem eine und geben die einfach unserem Grenadier. Ganz simpel. Und damit hat er immer noch einen Nutzen für die Waffen. So, und jetzt die Frage, du. Du musst eigentlich das Mindshield bekommen, denn du wurdest beim letzten Mal übernommen. Du könntest nochmal einen Verteidigungsbonus bekommen, beziehungsweise, das werden wir vermutlich wirklich auch machen, unserem Heiler das überreichen, damit er da nicht sofort umkippt. Gebe ich dir die Warlock, ja oder nein? Nein, glaube ich nicht. Wenn nämlich wirklich irgendein Ding-Dong auftaucht, egal ob jetzt Codex oder die Chosen, die dürfen kein Chip-Damage kriegen. Also so wie wir hier haben mit Stock, Misses, Shots, Still Deal One Damage, das müssen wir vermeiden. Weil den profitieren nun davon. Und das brauchen wir wirklich nicht. 22 Gegner ist eine Menge. Sky Ranger deployed. Menace, ready to deploy. Menace 1-5, this is Avenger. The access point we're after is just ahead. Move to secure the area. Expect hostile resistance. As I expected, Commander, there are significant readings indicative of the lost moving throughout the combat zone. Be careful out there. Ich gebe ganz offen zu, ich würde diese Mission ganz gerne so angehen, dass wir vielleicht nicht gegen jeden von denen kämpfen müssten. Dementsprechend, wir fangen jetzt erstmal hier an. Mit unserem Reaper. Der 4, nice. Der hier vielleicht mal runterwirft. So, Achtung, hier kann man schon mal wieder irgendwie sich doof anstellen dabei. Okay, da ist erstmal noch überhaupt niemand. Oder auch nicht, never mind. So. Feuermensch. No need to ask twice. Oh, whoops. Ach ja, genau, weil der andere seine Sache geworfen hat. Enemy sighted. Oh, aber viele, ne? Da unten war nämlich nochmal ein weiterer. Sure thing, Armchair General. Dann sei firm! Kann nicht unbedingt alle super weit laufen, aber hey. Meine Frage ist, die müssten doch eigentlich gegen die Lost kämpfen, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. The Lost. Okay, da wurde erstmal nicht viel mehr gesagt. So, wir gucken mal. 100-100. Das ist natürlich nicht schlecht. So, für mich ist nur die Frage. Wir werden vermutlich mal eine Runde noch abwarten. Und zwar mit der Idee... Double time. Dass ich sehen möchte, wie sich die Lost verhalten. Das war doof, dass wir eine Runde so gesehen opfern. Aber ich will wissen, ob die Idioten wegen den Lost näher zu uns hinkommen und vielleicht Fähigkeiten verschwenden. No, they don't. So ist die nicht. Wir verschwinden einfach ins Nirgendwo und wieder jetzt aufzutauchen. Okay, also da ist irgendwas mit denen los, aber auch nicht wirklich gleichzeitig wiederum. Das ist natürlich auch ein bisschen schade.
Kannst ihn zu 100% treffen. Das ist nicht beeindruckend. Wenn man sich da vielleicht noch ein bisschen besser anstellt. Ich überlege gerade, wie man das am besten wirklich macht. Denn wir haben die Möglichkeit, hier wirklich vielleicht schnell rein und wieder rauszugehen. Obwohl dabei steht, neutralize all enemy targets, ey. Na, shit. Copy, I'm on the move. Okay. Da unten sind die Dreckskinder. Location confirmed. I'm coming. Roger. So, und ihr müsst euch jetzt hier verstecken. Okay, die kommen jetzt wieder zurück. Das könnte für uns gar nicht mal falsch sein. So, die große Frage ist... Also finde ich schade, denn eigentlich war immer die große Idee dahinter, dass die ebenfalls gegen die kämpfen würden. Achso, falscher. Ich wollte schon sagen, Moment, warum kannst du jetzt auf einmal kein Hacking mehr betreiben? Ja, dann würde ich sagen, übernehmen wir den doch. Wenn es da keine Nachteile gibt. Stun, take control. Das sah sogar relativ ordentlich aus. Wäre also da eine geringe Chance gewesen, hätten wir die vielleicht auch erreicht. So, jetzt müssen wir gucken. Was wollen wir mit dem Kollegen erreichen? Ich denke, was ich unbedingt machen möchte, ist seine Raketen entfernen. Oha. Oha. Das sind nicht verdammt viele. Das sind Gegner. So, und auch die reagieren. Also finde ich schade. Dachte, die Idee ist wirklich, dass die gegeneinander kämpfen. Dass man da wirklich gesagt hätte, man hätte eine dritte Fraktion oder ähnliches. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Das sind so viele Gegner. Wow, eh. Die Turret. Hallo, bin auch da. Ich move. Wie, die dürfen noch mal laufen, ich würde schon sagen. So, die haben uns natürlich jetzt auch alle entdeckt. Nope, du schießt bitte jetzt nicht auf deinen eigenen Kollegen. So, du bist erstmal so cool und fängst an. Wir müssen eigentlich... Wie lustig aus mit der Brücke jetzt. Wie, du kannst sie nicht mit einem Schuss umnieten. Was hast du denn für eine Waffe? What? Hä? Au. So, du könntest da nach unten gehen. Das ist aber sehr riskant. Nach unten gehen ist eine dumme Idee, denn das würde nur danach schreien, dass du dem Kodex die Möglichkeit gibst, dich anzugreifen. Use to pull a humanoid target to you and deliver a rip. Yes, why not? Wenn du mich sehen, was passiert. T-Pose. Weißt du, wie das Model dafür nicht gedacht ist. Wenn wir den jetzt vor uns ziehen, bleibt er dann da oben oder fällt er dann runter? Wenn es runterfallen, müsste er auch nochmal Schaden machen. Hallo. Jetzt ist er da einfach da oben oder wie? Das ist natürlich auch schade. So, meine Frage ist, ach, das war natürlich auch noch der, der Dings kann. Ah, das war so eine dumme Idee. Das war so eine richtig schöne, dumme Idee, den hochzuholen. Aber ich hatte mir erhofft, dass der wirklich einfach runterplumpst. Warum könnt ihr die auf einmal alle nicht umschießen? Selbst die dummen Lost halten auf einmal zu viel aus. Und dann fangen wir trotzdem mal an, die so ein bisschen zu entfernen. Wow, das hat sofort uns entdeckt, ey. Wunderbar. Piece of shit! Piece of shit! Den da oben kriegst du nicht platt.
Also was geht mal rot? So, du bist jemand, der immer noch concealed ist. Aber egal, wie du da runterspringst. Das wäre für dich eine Entdeckung. Das ist alles ein bisschen doof. Du könntest den da treffen. Meine Frage ist, ob ich mich um die da unten kümmern muss. Du könntest den besiegen. Lustigerweise keiner von denen wiederum den da treffen kann. Hier könnt ihr ihn flankieren. If you say so. Wer von denen reagiert jetzt? They're on to me. Wow, really now? Oh, er ist nicht explodiert. Mein Glück. Oh, I definitely got that one. So, dann mach mal den da platt. Alles nicht wirklich fein, ne? Ah, und du bist auch schon der Letzte von denen, ne? Overwatch. So, mir wäre natürlich ganz lieb, wenn die sich alle so ein bisschen... Oh. Sweet. And shut the fuck up. So, jetzt wird ihr wissen, was die machen. Ich warte immer noch darauf, dass die ebenfalls die Advent Forces angreifen. Weil so viel die vorgestellt worden sind, müsste das eigentlich deren Witz sein. Aha. Psionic Bomb, ey. Shit. Mhm, das heißt, unsere Waffen wurden natürlich jetzt auch noch halt deaktiviert. Yeah, baby. Das ist richtig angenehm, dass sie tatsächlich gegen die losgehen. Das müsste dem eigentlich scheißegal sein. Schöner Schuss. Hier kriegt damit auch einen Free-Shot nochmal, ne? Ah, das hätte ich so gefunden, wenn er seinen eigenen Kollegen damit hätte besiegt. So, Swarm is coming. Das könnte den Kampf so ein bisschen annehmen, wie ich für uns mache. Da unten liegt vor allem schon ein Toter. Natürlich interessant. Oh-oh. Oh-oh, da kommen welche hoch. War nicht so reden, doch. Wollte schon sagen, die kommen hier hoch. So. Du hast die Möglichkeit, den zu flankieren. Das müsstest du auch machen. Meine Frage ist, du hast aber keine anderen Möglichkeiten, irgendwas zu machen, ey. Das muss ich gucken. Er hat viele Möglichkeiten. Ach, du kannst auch schon von hier flankieren? No. Genau dort, wo er ist, angeblich nicht. Like we drilled, go! Ein bisschen riskant. Aber hey. Could use some help. Ja, jetzt kommt nämlich der erste Klon von denen. Aber das geht nochmal nicht anders. Okay, hier haben wir ein ernsthaftes Problem, dass wir vor den Viechern wegrennen müssen. Ich aber noch nicht weiß, wie das dann weitergeht. So, ich hoffe, das geht in Ordnung, dass du versuchst, den auszuschalten. Wunderbar. Das ist so, denke ich, die Menge, die man mit am besten aktuell hier arbeiten könnte. So, meine Frage ist, du wiederum, du wirst definitiv nicht hingehen und du wirst deine Micro-Missiles definitiv verballern. Mach 3 Schaden. Ist nicht die Welt, aber das kann denen ein bisschen nervig werden. Damit haben wir nämlich auch den Kollegen befreit. Und damit kommt nämlich nochmal ein Schwarm auf. Das ist also noch mehr Probleme für die da unten. Das ist sogar relativ ulkig. Wir müssen nur hoffen, dass sich dann tatsächlich die Advent Forces ein bisschen mehr um die auch kümmern. So, ihr werdet ein Problem haben. Da ernsthaft was machen zu können. Dementsprechend... Am liebsten würde ich euch einfach nur runterplumpsen lassen, in der Hoffnung, da oben ist aber noch einer. Zieht ihr einfach mal nur zurück. Zieht euch einfach mal nur zurück. Mit ein bisschen Glück. Führt es einfach nur dazu,
Straight ahead. Dass das Ding explodiert und den einen, der Lost, einfach zerlegt. Hast du ihn noch getroffen? Keine Ahnung. Konnte man jetzt leider nicht sehen. So, und der Kollege hat nämlich hier seinen Spaß, auf die anderen Sachen zu schießen. Das ist eine lustige Mission. Klar, wir müssen jetzt trotzdem so ein bisschen gucken. Der hat verfehlt, wow. Dass wir trotzdem uns Richtung Konsole begeben. Die haben hier einen Spaß hier. Dass der vor allem auf die Viecher weiter schießt, ist eine Entscheidung. Ich frage mich, wie viel Schaden die anrichten können. Weil die werden definitiv zum Teil auch auf die Turret losgehen. Oh. So, unter uns ist nochmal einer. Und da kommen auch nochmal neue raus. Oha, hallöchen. So, was wir trotzdem eigentlich versuchen müssten, ist den einen Codex da auszuschalten. Denn der hat uns gerade so überhaupt nicht auf dem... Dass die aber wirklich alle von der Turret wegrennen. Die sind vor allem alle nicht anfällig gegen irgendwelche... Oh, die gehen nur auf uns los. Aber der eine ist nicht mehr hier gewesen, ne? Naja, immerhin. Das wären viel Schaden gewesen. So. Seid ihr schon? Das ist eine Menge Gegner. Holy shit. So. Nee, Claymores werfen bringt mir nichts. Dass sie auch leider so überhaupt nichts von dort sehen, ne? So, machen wir den weg. Ich denke, hier müssen wir einfach clever sein. Und so viele von denen, die uns nahe sind, ausschalten. Aber ich trotzdem das Gefühl habe, dass die meisten auf uns losgehen. So, aber ich hoffe mir, dass der Mac weit genug laufen kann. Machen wir den da noch, der nur 2 HP. Sehr gut. Dass der Mech hingehen kann und den anderen Kollegen da ausschaltet. So, du geh mal hier hin. Ich habe gerade überlegt, ob es da irgendeinen cleveren Punkt gibt. Oh, du kannst ihn nicht mal besiegen, ey. Das heißt, der hat nochmal einen Klon drauf. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich wieder umverhält. Okay. Von nun an hoffe ich mir einfach mal, dass das weniger ein Problem ist. Wie, du darfst nochmal. Okay, mach was im Overwatch. Ich will wissen, was jetzt gerade er hier macht. Den kaputt macht, das ist mir das auch recht. Nope. Ist die Turret kaputt gegangen? Hat einen Schuss abbekommen. Das sollte eigentlich nicht ausreichen. Schön daneben geballert. Ah doch, da ist die Turret noch da. Das hätte mich überrascht, denn die hatten mich nur einen Schlag abbekommen. So, und das Schöne wäre natürlich, wenn wir es tatsächlich schaffen könnten, die Turret auch zu übernehmen. Ist vielleicht mittlerweile fast wieder genug Zeit vergangen. So, der geht jetzt hier hoch. Okay, oh, nicht beide. So eine Verschwendung. Uh-oh. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass da so viele hochkommen, aber das Gute ist, ihr seid alle bereit, die dann niederzuballern. Vielleicht nicht. Oh, hast du den überhaupt getroffen? Einer von denen wurde getroffen. Wo rennt der denn hin? Das sah natürlich ulkig aus.
Okay, du. Wo ist der hin? Dort hinten. Das ist diesmal zu weit. Also würde ich doch einfach mal sagen, renn mal näher zu den dahin. Denn mir ist natürlich auch so ein bisschen wichtig, dass der wirklich dann auch noch zerstört wird, bevor er wieder übernommen wird. Sehr gut. Okay, einer von denen ist noch am Leben. Das soll mir recht sein. Das heißt, du bist derjenige, der da vorrückt. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Denn das Problem ist natürlich, dass der eine Kollege da noch ist. Du sollst definitiv nicht so vorrücken. Gabi. Ihr könnt alle nicht weit genug vorrücken, um mir hilfreich zu werden. Super. Nicht wirklich hilfreich. I guess that'll be okay. Nicht wirklich. Ich will auch nicht nach unten gehen. Ich denke, wir bleiben erstmal hier mit unserem Höhenvorteil. Du machst den bitte platt. Sehr gut. So, Free Action. Aber nachladen könnte man machen können, aber. Bleib mal so. So, und du bist mal ganz kurz derjenige, der die andere Ecke irgendwie überprüft. Weißt du, was denn du letztes Mal noch? So, die Idee ist, dass wir. Okay, Hacking Effect ist lost. Das Gute ist aber, wir haben den schön schon zerlegt. Oder zerlegen lassen. Ja, sehr gut. Das Ding hat also überhaupt keine Probleme darstellen können. So. Schon wieder eine Psionic Bomb. Wie viele Leute wird er jetzt wieder davon treffen? Oh boy, sehr viele. So, und jetzt kommt natürlich wieder diese Zunge. Oh, Overwatch. Den Lost hört auch nicht auf. Aber er hat einen von denen zerlegt. Das ist natürlich lustig, dass der Overwatch von einem anderen getriggert worden ist, als man jetzt hier vielleicht gedacht hätte. So, lach mal nach. Achso, du kannst den... Das Doofe ist wirklich dieses Nachladen. Ich meine jetzt nicht nur im normalen Schießen, logischerweise, sondern wirklich, dass wir hier komplett davon beeinträchtigt worden sind. Ah. Probier den mal auszuschalten, bitte. Mehr Glück als Verstand, würde ich mal behaupten. Aber ich habe damit kein Problem. Nehme das dankend an. Du besiegst den jetzt nicht, oder? Doch, oh Glück. So, das war fast jeder, den wir jetzt hier kriegen konnten. Das bedeutet, wir werden jetzt hier hoffentlich einfach nach unten gehen können. Und müssen jetzt nur noch aufpassen, dass die Turret uns nicht mehr in der Zukunft... Oder jetzt gleich sofort ein Problem darstellt. Dementsprechend, ich werde jetzt hier schon anfangen, mit Leuten runterzurennen. Let's move fast. Roger that. Denn das Wichtige ist auch hier natürlich, dass wir dann anfangen, zu dem Terminal zu kommen. Kablaui! Finde ich aber lustig, dass das weiterhin existiert, obwohl der Kollege... Wow, really now? Also ich habe das Gefühl, dass wirklich der Höhenunterschied ganz großen Unterschied tatsächlich macht. So, da scheinen Gegner aufzuploppen. So, meine Frage ist... Du bist nicht derjenige zum Übernehmen, ey. Shit. Walk the walk. Talk the talk. So, du... Kannst das Ding übernehmen. What's in it for me? Maybe a turret. Hello. Wir probieren's. Oh, come the F on. Irgendwie schaffen wir es immer in diesen Missionen, gerade die einfachsten Hacks zu versaubeuteln. Oops. Denn es war auch der eine Knackpunkt bei der anderen Mission. So, weißt du was? Du bleibst mal hier. Wenn die da runterströmen,
hast du vielleicht die Möglichkeit, die besser zu treffen. Triggered Overwatch. Ha. Let's have some fun. Defensive positions. It's go time. So, bitte mal eine Sache machen. Ich schmeiß die mal dorthin. Mhm. Da war nämlich dieser Drecksack auf uns. Das heißt, das wird die große Herausforderung für uns sein. Let's do this. So, wir sind mal hier. Du. Lad mal nach. Und dann musst du dich mal kurz heilen. Wenn du Pech hast, kriegst du nämlich gleich nochmal was ab. Holy f... Vor allem darf der schießen und dann einfach Overwatch gehen, ey. Aber das Overwatch hat er jetzt anders, wäre die... Holy shit. Das sind schon übertrieben viele. Deswegen diese anderen Missionen, die wirkten weiterhin wie Tutorials. Oh, da sind mal drei. Oh, hier sind mal vier. Und man hat eigentlich immer die Situation, dass die alle relativ simpel zu machen sind. Ich glaube, ich werde das Loot ignorieren müssen. Ich muss diese eine Sache da ausschalten, weil sonst komme ich irgendwann in Probleme. Wieso siehst du so überhaupt niemanden? Wem willst denn du das bitte erzählen? What? No one told you you could move, so don't. Ah, ich muss den eigentlich da wegbewegen. Das Problem ist, ich muss nur irgendwann vorankommen und auch an die Konsole zu kommen. Jedoch, wenn ich den jetzt hier aktuell so bewegen würde, hätte ich hier schissen. Roger. Copy. So, wie weit kannst du denn laufen? Du kannst überhaupt nicht weit laufen. Wow. Das ist ja echt Schrott. Weißt du was? Geh mal hier hin. Und dann so. Wohingegen du jetzt deine Position übernimmst. Riskant. Eine Runde noch. Hast du getroffen? Das klang so, ne? Oh, heavy turret killed. Bon feet to pavement. Na, hier war noch Overwatch. Ich finde es schön. Na, weiß nicht, ob ich es schön finden würde, wenn die. What the? Wenn die Lost auf einmal das andere Dreierpack da angreifen würden. Denn für jetzt wären wir eigentlich schon wirklich fast lieber. Hast du den getroffen? No. Really? Ah. Na, hier muss man ernsthaft aufpassen. Die können von überall kommen. So, du bist derjenige. Kannst du? Kannst immer noch nicht, ey. Ja, rück mal näher. So, you're gonna bark all day? Confirmed kill! Blast it! Back at it! So, hast du noch irgendwelche anderen? Du kannst weiter angreifen, gut. Oh, come on, 95%? Ernsthaft? Von da hinten werden welche kommen. Okay, I'll rück mal hier so hin. Genau, um den anzugreifen. Das ging in Ordnung. So, wir sehen, da sind nochmal welche. So, du. Rück mal hier hin. Und weißt du was? Heil dich mal not. Was ich möchte, ist, dass du doch tatsächlich den ausschaltest. Oh, shit. Get some. Ist zwar nicht so clever. Oh shit, von da oben kommen die ja gleich, ne? Keep moving around, and I'm gonna have to stop you moving. Ich hätte die nachlassen sollen, wenn die eh schon nicht sich bewegen.
Mir war auf jeden Fall wichtig, dass ein paar mehr Leute bereit sind, dass ihnen jetzt hier neue kommen, dass die schießen können. Sehr gut. Check it before you get too close. Das immer noch nicht. You don't have to tell me twice. Immer noch nicht. Wow, what? Ich will natürlich versuchen, nicht die anderen Dreckskinder jetzt hier zu triggern. Ich könnte da hochklettern, wenn ich wollte. Was ist das? Gehen wir darüber. Das Tor ist auch nicht wirklich echt. Das ist nur ein Vorschlag. So, du, rück mal hier hin vor. Du gehst dorthin. Du rennst hier rüber. Go, go, go! Ah, Overwatch, ja. Wir haben mit dem Tisch immer noch die Möglichkeit, in Shadow zu gehen. Vielleicht sollten wir das demnächst überlegen. Je nachdem, wie weit die hier wirklich kommen. Ja, die tauchen natürlich irgendwann automatisch hier auf. Eine geht nach oben. Yikes. Könnte das jemand? Yes, come on. Warum könnt ihr das Ding nicht scannen? Yep, just like old times. Immer noch nicht, ey. Na, hier ist mir jetzt wichtig natürlich, dass ich die nicht zu früh irgendwie hier sichte. Denn wenn ich die natürlich sehe, geht die Party ab. Gerade wenn man dann so einen Drecksack hat. Ah ja, da wird hervorgehoben, wann die einen sehen würden, ey. Jetzt interessanterweise nicht mehr angezeigt. Warum auch immer. If you say so. Die werden gelegentlich immer mal wieder aufgeploppt. Ich muss natürlich versuchen, dass die vielleicht alle so halbwegs nah beieinander bleiben, dass wenn tatsächlich auf einmal der versucht, irgendwelche Leute zu übernehmen, dass wir das relativ schnell unterbinden können. Remember to check six. Locked and loaded. Alien Activity. Hallo. Hohoho, das waren nochmal richtig viele. Boing. Dann hat's da runtergepfeffert. Fine by me. Hey, Cupcake. Come on over here. Hallo. So, und damit erhoffe ich mir natürlich, dass die damit neue Gegner gleich gewonnen haben. So. Das ist aber noch nicht alles. Und zwar, ich würde gerne was versuchen. Come on. Und zwar, ich würde ganz gerne den auf die Eier gehen. Einen ganz simplen Flash. Weil die sind mehr oder weniger von Zombies umzingelt und müssen sich jetzt auch noch um die Flash kümmern. Oh, und einer davon ist so ein bisschen scheißegal gewesen, ey. So, kletter mal da hoch. Okay. Hat funktioniert. 82, 81, 61. Okay. Probier's. Hast du den getroffen? Oh, hell no. Oh, not revealed. Nice. Das sieht nicht unbedingt besser aus. Ich denke, wir müssen sogar auf den losgehen. Oh, come on. This ain't good. This ain't good, indeed.
So, und jetzt zieht ihr euch ein kleines bisschen von diesem Kampffeld wieder zurück. Damit ihr... Warum ist jetzt hier wieder kein... Also, warum hat das jetzt hier keine Schutzmöglichkeiten? What? Wie gehst du halt hier hin? Einfach nur bereit zu sein für Reaction. Okay, I'll go. Shots. Come get some. Okay, die Logik ist mir nicht gegeben, aber der ist definitiv auch davon beeinträchtigt. Er geht Overwatch. So, wird der Feuer? Der wird nicht mit Feuer spielen, okay. Wenn wir jetzt Glück haben, gehen die auch auf die los. Yes, da guckt einer den zumindest an. Er hat nicht genug Schaden angerichtet. Das war kein Gegner. Oh oh. Ja, Pech haben, machen die jetzt verdammt viel Schaden. Weil der eine nämlich zu nah dran ist. That's it. Ja, der eine kriegt jetzt leider ein Ouchie. Oh, eine Ouchie. Aber auch die hier werden jetzt hier so ein bisschen bonk. Das ist relativ lustig. Wenn er einen Schaden geht sogar. Wenn man überlegt, dass die Turret auch einen Schaden genommen hat. So, fang mal an. Mit der höchsten Chance, logischerweise. Gut, wenn wir hier nicht die Möglichkeit haben. Der erste mit der nächsten Chance. Nice kill. I'm out of ammo. Sorry, Sean. Nein, hab. So, und jetzt müsste der doch weiterschießen können. Yes. So, das ist nur machbare. Na, doch nicht. Okay. So, die Idee muss sein, dass du erstmal nachlädst. Alright. Das sieht doch besser aus. Die Idee sollte sein, dass ihr es schafft, die zu besiegen. Und wir dann gucken, ob wir das Ding hacken können. Oh, das ist so riskant, was ich hier mache. Wir tun Dinge auf meinem Zeit. Nicht nur das Ding quickly. Commander, wir haben Konfirmation des exposed access point. Oh, Priority Data war da dabei. Zwar nicht 100%, was wieder bedeutet, wir werden es nicht hinkriegen. Income oder Delay Current Dark Event Projects. Income. Income eigentlich. Das ist zwar auch nicht angenehm, aber... Aber ist das 25 auch nicht wert? Oh, irgendwie. Gerade so. Eine schöne Frechheit. Ah, wir haben es geschafft. We've confirmed successful acquisition of the Advent files. Eliminate any remaining hostiles in the area. So, jetzt müssen wir aber nur gucken. Dass wir uns hier irgendwie weiter clever anstellen. Hast du hier kein Cover? Das ist kein Cover, interessanterweise. Dann gehst du da runter. So, du hast einen von den Vollidioten. Warum? Also, dann müssen wir vielleicht mal gucken, dass die Sniper Rifle demnächst auch mal upgradet werden. Denn die machen gefühlt überhaupt keinen Schaden. Ich will mich schon wieder fragen, ob es jemanden gäbe, der besser wäre. Für die Situation. Also, das geh du mal hier hin. Und du bist derjenige, der in Overwatch geht. Und du könntest auf den schießen. Keine gute Chance, aber es ist eine. So, mach trotzdem du mal den ersten Schuss. Fuck! Okay, die Chance war natürlich jetzt höher, gefunden zu werden. Das ist eine der Mechaniken. Komm mal, explodiere. Kann vermutlich mit Lightning Reflex einfach alles ignorieren, ey. Negative Damage. I'm surrounded. Ah, boy.
dass der Gegner wirklich einfach mitten in uns reinfliegen kann von der Masse, die wir da haben und es ihm scheißegal ist. Und dann auch noch in der gleichen Runde angreifen, da Fragezeichen? Horror. Darf er doch machen, was er will. We have to expect our soldiers to feel the strain of combat eventually. We just have to give them enough time to recover properly. Ja, ballert der Mund einfach los, ey. Da. Ja, wenn man es geschossen hat, dann auch gleichzeitig nachladen. Jetzt haben wir noch einen von den Dreckskindern. Ne, kümmert sich jetzt um die. Das ist natürlich angenehm für uns. Aber noch nicht trifft. Was auch gut ist. Okay. Die Lost, was macht ihr? Geht ihr jetzt wieder auf uns los oder gebt ihr auf den. Oh, ihr geht auf den Shadowbound los. Das ist natürlich auch nicht falsch. Bum, bum. Du bist im Berserk-Modus, alles klar. Du hast keine Munition mehr. Das Doof ist natürlich, dass genau der mit der Schredder-Ammo. Use to pull a humanoid target. Du wirst auf jeden Fall jetzt runterspringen und mit aushelfen müssen. Denn mir ist jetzt gerade wichtiger, dass der Spectre entfernt wird. Wir haben genug Leute, dass das vielleicht funktioniert. Oder vielleicht auch gar nicht, ey. I'm holding up. Ich hätte den da vermutlich nicht stehen lassen sollen, aber hey. Buy me a few seconds. So. Dann gehst du auch da raus. Ansonsten, Yikes, Wege liegt da natürlich sehr unangenehm. Okay, das ist natürlich das Doofe, dass hier genau jetzt halt wieder aufsteht. Aber vielleicht ist das nicht das Schlimmste. Kannst du einen von denen? Nope. Oh, okay. Der läuft da genau in die Reihen. Und dann verfehlt er. Das nenne ich auch mal ganz großes Kino. Vor allem jetzt, wo dann nochmal mehrere aus dem Nirgendwo aufpoppen. Also das wirkt wirklich wie jemand, als würde jemand im Sheet-Menü versuchen, Leute zu spawnen. Das sieht richtig doof aus. It's dead. It has to be dead. Der eine da jetzt hinten. Hab auch noch eine Fahrkarte. Einer ist so komplett umzingelt. Wenn es nach mir geht, ziehe ich mich einfach leicht zurück. Und fange an dann... Wie, du kannst nicht sehen. What? How? Go. Und warte eigentlich nur darauf, dass der eine Kollege da einfach umgenietet wird. Nice kill. Denn wenn die wirklich einfach alle nur auf den einen losgehen würden... Dann wären. Dann wäre der keine Chance für den mehr. Ah, geh mal hier hin. Denn ich denke, die Idee, sich so ein bisschen zurückzuziehen, damit gar nicht erst die Möglichkeit existiert für die Lost Ones einfach so schnell auf uns zuzugehen, ist nicht falsch. So, und da will ich ganz kurz gucken, dass wir dich heilen. So, du rückst eigentlich einfach nur hier hin. Und dann haben wir noch einen, der so wirklich ein bisschen mehr laufen muss. Big Dog is off the leash. Und ich würde sagen, das machen wir, nachdem du die besiegt hast. Oh, The Lost Brood. Der Kollege heißt anders. Interessant. Du hast keine Chance, den interessanterweise mit einem Crit zu treffen. Hätte ich einfach rennen sollen? Ich hätte vermutlich einfach rennen sollen. Let's move fast.
Jetzt im Nachhinein. Ja, zum Nachhinein, whoopsie. Defensive positions! I'm on it! Ah, vielleicht mit ein bisschen Glück. Ha, der ist interessanterweise gleich losgelaufen, ey. Oder wurde er vielleicht teleportiert? Denn er stand vorher nämlich nicht dort. Oh! Er hat also genug Oversight hier, um zu wissen, was er hier noch machen könnte. Jetzt gehen natürlich in unsere Richtung eher. Na klar. Oh boy. Mr. Target. Auf wen schießt du? Anstatt auf den, der genau neben dir steht. Oh, da wurde jetzt ein bisschen mehr Schaden gemacht. Aber die haben den einen da oben nicht angegriffen. Ja, natürlich angenehm. Also wenn wir uns hier vielleicht einfach clever zurückziehen. Da würde ich ganz kurz vielleicht noch gucken, kannst du den... Du kannst ihn sogar treffen. Ah, du hast ihn sogar besiegt gleich. Sehr gut. Dann würde ich aber sagen, du ziehst dich hier einfach rein. Dann hast du mich von hier einfach die Möglichkeit, auch Overwatch zu gehen. Okay, und dann zieht ihr euch weiter zurück. Denn von dort kommen nämlich jetzt neue Gegner. I'm trusting you here. Wir müssen eigentlich nur darauf achten. Ah, weißt du was? Geh mal ganz weit zurück. I'm coming. Das ist zwar auch nicht hundertprozentig ideal. Hey John, Overwatch. Stay right where you are. Aber manchmal geht's nun mal nicht anders. Wie auch immer du die siehst. Der eine da oben? Oh Gott, damit. Man hat eine Sniper Rifle, da werfe ich ihm jetzt mal in der Hinsicht nichts vor, aber trotzdem. Na gut. Check it, before you get too close. Der andere hat einfach nichts gemacht, okay. Weißt du was, vielleicht helfen wir mal ganz kurz ein bisschen aus. Roger. Und die anderen sind schon nicht mehr da, ey. Killshot. Wo auch immer die hin sein mögen. No one knows. Let's have some fun. So, du siehst ihn angeblich nicht? What? Okay. Dann machen wir was anderes. Und zwar gib mir mal einen allgemeinen Überblick. Genau, denn die beiden waren nämlich immer noch dort. Also erzählen wir mal nix. Gut, dann bleib einfach hier. Lad nach Overwatch. Und du lädst auch einfach mal ganz sicher nach. Dann kannst du mich auch aus dem Winkel aushelfen. Du bleibst dort. Aber du musst ein bisschen zurück. Ist zwar auch nur für einen Schuss, aber hey. Es wäre trotzdem vielleicht schön, wenn wir die vielleicht alle drei ausschalten könnten. Bevor der nächste Schwarm hier auftaucht. Schade. Ein Schaden gerade so. Oh, come on. Brauchten wir wirklich drei Leute, ey. So. Weißt du was? Mach du mal den platt. Weil das ist nämlich die Möglichkeit nachzuladen. Dann wäre mit dem anderen wiederum so ein bisschen dämlich gewesen. Okay. Wunderbar. Du ziehst weiter. Oh. Dabei sind das Spiel immer wieder mit der Maus hinterher gesprungen. Und dann hat er den falschen gewählt. Ich überlege mal, ob man Claymores wirft, aber dadurch, dass sie nicht so explodieren, wie man sich das erhofft. Das wird zwei. Und noch mehr von den Mistviechern. Ich würde ganz gern mal die Mission heute noch beenden. Na, komm mal. Wirklich komplett verfehlt, ey.
Und dann er hier mit der Shotgun. So, hat überhaupt noch jemand einen Reaction Fire über? Nope. Was ich niemandem vorwerfe, aber doof. Oh, come on, 95%. Damn. Ja, damn indeed. Inbound. Captain, geh halt mal wieder ein bisschen näher, damit du hier aushelfen kannst. So, jetzt nachladen. Nachladen. Woo! Lock and low! Also die Waffen müssen wir... Oh boy. Demnächst mal gucken, wirklich zu upgraden. Shit. Denn die machen ja so gut wie keinen Schaden mehr. Und das ist natürlich witzfrei. Was ist jetzt hier auf einmal los? Auf einmal wie die Blindfische. Keine Ahnung. Also noch mal 5 Stück mindestens. Zieht auf den hinteren. Ah, nicht auf den vorderen. That's it. That's shit, meinst du? So, wer fehlt denn noch? Wunderbar. Nope. Der leider nicht. Natürlich interessant. Come on, 95 die zweite. Immerhin. Lost, da schaffen wir nie den Namen aufgefallen. Haben wir es jetzt endlich? Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. 65 Gegner waren das. Holy moly. Advent will burn. I don't know. Ja, wir haben uns da nicht gut angestellt. Randomizer. Ew. Taking Earth back. Advent will burn. XCOM lives. We love hard modes. Think the elders will like this one? The aliens sure know how to turn a planet into a Halloween theme park. Zombie swarms. Just what we needed. Ja, das war eine sehr, sehr unnötig lange Mission. 4 Leute befördert, 4 Leute verletzt. Nicht ideal. Wieder mal ein Codex Brain. Ein Data Cage. 53 Lost Corpses. Alright. The Lost Autopsy. Wir haben es ja erst nicht schaffen können. Sand. Hello, Commander. Hello. So, einen Engineer haben wir bekommen. Und Dark Event countered the new constructions. Sehr schick. Gut, dann kommen wir hier zum Ende. Beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen, machen wir die ganzen Skills. Aber weil wir jetzt hier schon relativ lange mit dem Teil verbracht haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich. Und bis dann.